dieser Folge. Und ob zu viel für Lehrgeld ist. Ist es zu viel Lehrgeld? Schwester, Bruder, seid ihr? Schwester, Bruder ist krass! Bruder, ich bin so überfordert gerade. Was geht ab, meine Damen und Herren? Mein Name ist MB Comedy und neben mir der einzigartige, wundervolle Partner Bruno to the Barnaby. Was geht denn ab? Wir sind heute hier, unser allererster Podcast zusammen. Und es ist nicht nur ein Laber-Podcast. Wir haben natürlich für euch ein paar Sachen vorbereitet, Rubriken vorbereitet. Es lohnt sich, dran zu bleiben und wir gehen direkt in die Rubriken. Nein, was haben wir denn heute? Erstmal den Namen, würde ich sagen, vom Podcast zusammen. Ja, da scheiß drauf, Bruder. Dann müssen wir halt den Namen sagen jetzt. Ja, ihr müsst ja auch wissen, wie der Podcast heißt, bevor wir in die Rubriken reingehen. Das ist die allererste Folge. Chillt einfach. Wie heißt denn der Poddy überhaupt? Kein Grund auszurasten. Let's go. Rubriken? Rubrik Nummer 1, was wir vorbereitet haben, ist heute Social Media Trends durchgehen. Mhm. Was geht ab, was geht nicht ab, Bruder? Wir müssen ja wissen, wir müssen up to date bleiben. Werden älter? Unter anderem. Ganz genau. Wir haben viele Sachen auf TikTok recherchiert und gehen die mit euch durch. Danach gehen wir direkt weiter in eure Beziehungsprobleme. Ihr habt uns eure Beziehungsprobleme geschickt und wir bieten euch Lösungen. Und dann am Ende gibt es noch einen Wettkampf. Weil am Ende des Tages müssen wir natürlich auch wissen, okay, wer steigt hier auf, wer steigt ab, gehen wir in die Champions League, was machen wir? Wir müssen einfach gucken, heute, wer ist heute besser? Wir gehen Step by Step, Day by Day, aber wer ist heute besser? Oh, gute Überleitung zum heutigen Thema. Aber haben wir noch jemanden hinter der Kamera? Oh, hinter der Kamera haben wir noch den Maxi. Maxim ist auch noch unser Sidekick hier am Start. Ihr wisst nicht, wer es ist, ihr hört ihn nur. Uns auch besser so vielleicht. Genau. Oder? Yes, sir. Alright. Heutiges Thema, männliche Rivalitäten. Mhm. Ja, bedeutet männlicher, wie nennt man das, so Wettkampfgedanke, Wettkampftrieb. Wie siehst du das? Wir wollen ja natürlich immer, Männer wollen ja immer ein bisschen, wie nennt man das? Ach so, oder was? Du sagst doch nicht so viele Details auf einmal. Ich krieg Bauchschmerzen. Ich find's geil, dass man so Wettkampfgedanken hat. Unter Männern, weißt du, weil das fördert dich auch ein bisschen. Das ist wie früher beim Sport. Ich denke, wenn du gute Kameraden hattest im Team, du hast ja auch, was hast du, Basketball gespielt, ja, ne? Ja, ja. Wenn du geile Kameraden hattest, die stark waren, und dann bist du mal auf der Bank gesessen, du wolltest auch spielen. Dann wolltest du spielen, Bruder. Dann hast du dir gedacht, Bruder. Und wir hatten aber in Comedy hat man kein Team. Nee. Also man geht ja mäßig alleine auf die Bühne, man weiß nicht genau, wo man hingeht. Und wir waren die Einzigen, die irgendwie so zusammengehalten hatten. Deswegen hatten wir so keine Rivalität. Mhm. Wir haben uns eher hochgepusht. So haben wir uns auch kennengelernt. Ja. So ist auch mäßig jetzt der Podcast nach. Wie lange sitzen wir schon hinter Mike? Wie lange sind wir schon auf der Bühne? 5, 6 Jahre. Fünf, sechs Jahre. Und sind jetzt zusammen hier, machen unsere Sendung hier. Aber findest du allgemein, dass das, also unabhängig von Comedy, dass bei Männern so ein krasserer Wettkampfgedanke ist wie bei Frauen? Ich glaube, Frauen sind viel schlimmer, Digga. Echt? Ich glaube. Aber Wettkampf? Also so, dass die besser sein wollen als jemand anders? So, das ist ja, bei Wettkampf ist ja auch immer noch so ein bisschen Dominanzgedanke dahinter. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, Frauen sind noch schlimmer bei sowas. Die sagen nur nicht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Boah, die sind auf Ding heimisch oder was? Oh, die Hose steht dir richtig gut, aber dann ist so eine Schlampe. Ja, ja, wart ab, bis sie nach Hause kommt zu dir, weißt du? Ja, so. Wenn sie in Beziehung ist noch, so mit dir, bei dir lässt sie alles raus, aber vor den Girls, verstehst du? Ja, 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 ich weiß schon, was du meinst. Nee, aber ich glaube, bei Männern ist eher so wirklich diese Dominanz, ich will besser sein als er, also so Macht. Und ich glaube, bei Frauen ist es nicht Macht, sondern es ist so Konkurrenzgedanke ist, glaube ich, stark, ist stärker bei Frauen. Weißt du, was ich meine? So aus so, vielleicht so mehr so Eifersucht getrieben. Weißt du? Ja, das, also bei Männern auf jeden Fall safe. Bei Frauen ist eher, aber es ist immer in Verbindung mit Männern, kann das sein? Ja, denke ich auch. Ja. So von alleine eigentlich, warum? Weißt du, was ich meine? Woher sollte es kommen? Aber es ist eine gute Frage, es ist eine interessante Frage, auf die wir auch keine richtige Antwort wissen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir untereinander, also gerade so die Five Mikes-Jungs, Costa, Amir, Halit, du und ich, also das nie hatten untereinander. So gerade die. Nee, wir haben mit Stand-Up einfach angefangen. Wir wussten ja alle nie, in welche Richtung es geht. Wir haben einfach gemacht. Ja. So, dann haben wir gemerkt, okay, ich glaube, alleine ist schon einfach schwer. Vor allem, sagen wir mal, du willst eine eigene Show machen, brauchst du ja auch irgendwie Pieces oder Leute, die die Show füllen. Kannst du nicht nur
Ja, du brauchst zum Beispiel, also wir haben jemanden wie Nizar damals gebraucht, der einfach kommt, weil die Leute ihn kennen. Mhm. Und wir hatten jetzt nie Konkurrenzgedanken. Es war eher so, er kommt zur Show, hilft uns, wir wachsen dabei, wir sind mal da und wachsen dabei. Wir waren ja noch kleiner. Mhm. Das war nie irgendwie ein Konkurrenzkampf. Das war eher so ein Pushen. Wo bist du gerade? Alle, wenn du da bist, sag denen doch auch, dass ich gut bin. Vielleicht kann ich nichts mal. Ja. Und so kam das so mäßig. Ich finde auch, wir waren so allgemein immer füreinander da. Weißt du, was ich meine? Ja. Die ersten Hood Comedies in Frankfurt. Bruno hat eine Show in Frankfurt, Hood Comedy, für all diejenigen, die es nicht kennen, aus der Umgebung kommen. Checks Up ist eine der fresten Shows, auf denen ich jemals war. Und ich war, glaube ich, auch, ich bin auf jeden Fall Top-Rank dort. Am häufigsten dort. Aber nie gebucht. Am wenigsten bezahlt. Nie gebucht. Immer nur diese Mariano, Bruder. Wo bist du gerade? Bruder, was machst du eigentlich am Sonntag? Am Samstagabend. Ja, ja. Was machst du eigentlich morgen? Morgen, Bruder. So. Nee, Mann, aber von Herzen gerne für die Jungs. Das war auch immer geil. Geile Shows. Sehr, sehr cool, was die dort aufgebaut haben. Ja, wir haben uns gedacht, wir mussten ja immer testen gehen. Wir mussten ja. Sollen wir uns auch immer besser kennenlernen dürfen, generell die Szene kennenlernen dürfen. Wir mussten irgendwie unser Material testen und mussten immer sehr, sehr weit fahren, um wenige Minuten testen zu dürfen. Deswegen halt auch einfach der Gedanke, ey, lass eine eigene Show machen. Nee. Vor der Haustür, müssen nicht rumfahren. Und connecten mit so vielen Comedians überall, weil wenn wir mal da sind, können die auch mal zu uns kommen. Und eigentlich ging es nur um Push. Wer ist cool, wer ist nett, wer schätzt das auch? Und dann hat man auch zurückgegeben. Also wir hatten nie diese Ellbogen-Scheiße, wie man es nennt. Wer wertschätzt das einfach, oder? Einfach so ein Wort erfunden. Wertschätzen? Ja. Gibt es das nicht? Nee, aber ich glaube, man konjugiert das nicht so. Wer wertschätzt das? Das also, gibt's nicht. Ist ja kein Grund auszurasten jetzt, Bruder. Ist doch auch kein Grund. Wer wertschätzt das? Sagt man so? Sagt man. Ja? Ja, aber jetzt. Maxim hat gerade kontrolliert. Ey! Also, wer wertschätzt das? Siehst du? Ich wertschätze. Ich nehme alles wieder zurück. Ich verzeih dir. Oder? Aber auch kein Grund auszulassen. Sagt ihr, ehrlich? Du hast ja auch diese. Ich als ja Grammatik-Nazi Nummer 1. Ich habe extra Rubrik. Du hast extra gemacht. Rubrik bei ich dir auf Rubrik Insta. Auf Instagram live. Ich wertschätze. Einfach. Ach, hier ist ein Duden. Was laberst du? Ich wertschätze. Bruder, ich weiß nicht mal, wie man Duden sucht. Du musst erst mal bei W gucken, Bruder. Das interessiert mich schon. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, P, Q, R, S, T, U, V, W. Ja. Wie liest du denn? Wertschätzung. Hier, ich hab's, Bruder. Wertschätzen. Wertschätzen. Verwaltend. R205, Bruder. Keine Ahnung, was das heißt. Zeig mal ganz kurz. Okay, wertschätzen, wertgeschätzt, wertzuschätzen. Der denkt, ich kann kein Deutsch und so weiter. Wertschätzen, ich wertschätze. Oder soll ich es mal aussagen für euch? Ja. Also, Rechtschreibung, wertschätzen, Beispiele. Ja. Online-Duden, hier, Duden online, ihr seht es. Ja. Du schätzt Wert oder du schätzt. Oder du wertschätzt. Echt? Du wertschätzt, ich dachte, korrekt. Du schätzt Wert. Nein, du geht beides tatsächlich. Geht beides. Also, ich hatte nicht Unrecht, aber ich lag falsch darin, dich korrigieren zu wollen. Aber bitte, kein Grund auszurasten, Kollege. Und wir haben den Duden da gehabt, ich wusste selber nicht und guck nach hinten und da haben wir hier die deutsche Rechtschreibung. Okay, alles gut. Kann aber auch sein, dass es von 2000 Hakenkreuz ist, Bruder. Wisst ihr nicht? Das sieht auf jeden Fall mitgenommen aus, Bruderherz. Das ist auf jeden Fall heftig. Ansonsten, wo Stand-Up-Comedians. Stand-Up-Comedians. Mittlerweile. Kann man es auch sagen. Auf Tour. Man kann im Bio schreiben, Comedian. Yes, jetzt dürfen wir. Genau. Jetzt mit Tour darf man. An alle Leute, die irgendwelche TikToks machen, macht nicht diese Comedian online. Die nur TikToks machen, meint. Wir brauchen neue Bezeichnungen für euch. Ihr braucht TikTok-Comedians. Ja. It's another game. Ja, oder nur Leute zum Lachen bringen. Just for fun. Yeah. In Klammer, weißt du, ich meine? Yeah. Nur Leute zum Lachen. Just for fun. Oder nicht? Genau so. Digga, Leute machen 4 Videos, sagen Dings, ich bin Comedian, hör auf. Bruder, chill doch mal. Bleib mal locker. Kein Grund auszurasten. Kein Grund, direkt. Also auch bei uns dann. Ja. Aber auch schon. Auch bei denen. Nee, Mann, auf jeden Fall. Das Social Media hat schon einiges verändert, oder? Ja, vor allem jetzt in der letzten Zeit. Ja. In den letzten paar Monaten ging es schon ab. Ich meine, nur durch Social Media können wir überhaupt auf Tour gehen, haben wir die Möglichkeit, überhaupt diese ganze Reichweite zu generieren und dann... Also nur dank euch. Danke, dass ihr uns supportet und folgt. Aber wirklich? Auch wir machen das. Also wir
Wir chillen ja nicht und die folgen uns einfach so. Weißt du, was ich meine? Ja, die sind nicht aufgestanden und dachten sich, du, wie geht's eigentlich Bruno Barnaby heute? Weißt du, was ich meine? Also wir machen ja auch was. Wir machen ja auch was. Du machst am meisten vielleicht sogar. Ah, ich würde denken, ich mach einfach nur. Ja. So. Ja, ja, Stand-Up-Comedians geworden. Mittlerweile. Alles über Social Media unter anderem. Natürlich auch viel, viel live. Die ganzen, was wir vorher geleistet haben auf der Bühne, sieht man ja wahrscheinlich nicht. Man wie viele Shows machst du eigentlich im Jahr? Weißt du das? Nee, muss ich rechnen, Bro. Ich kann jetzt nicht auch rechnen. Haben wir hier einen Rechner? Wir brauchen einen Taschenrechner. Ja. Wie viele im Jahr, weiß ich jetzt nicht. Will ich auch gar nicht gerade wissen, glaube ich. Zu viel. Ist schon viel. Also die Live-Shows haben die ja die ganzen letzten Jahre nicht gesehen. Ja. Die sehen ja jetzt nur... Alle, der ist gut und macht Crowd und macht eine geile Show. Aber wie lange hat es gedauert, dass man die Crowd-Show so gut machen kann? Ja, ja, ja. Meiner Meinung der Weg dahin ist ja immer so. Genau. Aber es ist ja meistens so. Man sieht diesen, also wenn jemand so erfolgreich ist oder auf Tour ist, Bühne, sie sehen ja nur den Moment. Keiner sieht ja den Weg, ist ja auch bei Musikern so. Ja. Aber auf einmal ist Bruno Mars da. Ja, ja, Bruder. Aber der war, weißt du, was ich meine? Der hat vor so 16 Jahren hat in Stuttgart irgendwo in der Kantina gespielt. Der hat Schlagzeug erfunden gefühlt. Ja, so, was sag ich mal. So, der Weg ist halt immer sehr, sehr lang als Künstler. Inspiriert natürlich Amerikaner, die natürlich immer sehr weit voraus sind, Crowd-Videos schon damals hochgeladen haben. Ja. Yeah. Und wir so, hä, warum machen wir uns nicht auch? Oder nicht? Ja, ja, ja. Andrew Schulz glaubst, auch. Ja, Andrew Schulz. Glaubst du, Russell Peter hat ja auch Russell viele Crowdwork-Sachen gemacht. Er gab viele. Versucht, eine eigene Base aufzubauen und gar nicht diesen Gedanken gehabt, ja, wenn ich jetzt das mache, kann nehme ich seine Leute weg oder das ist so genug für alle gewesen. Es gibt kein Stück Kuchen, es gibt für jeden genug. Ja, ja, so, es gab nie diesen Gedanken, also man hat einfach sein Ding gemacht, weißt du? Wir treffen uns eh irgendwo irgendwann und dann, weißt du, so war das bei uns. Ja, aber es ist ja auch so, am Ende des Tages, man kann ja oder darf ja über alles lachen und man darf ja auch über verschiedene Leute lachen. Weißt jeder du? Hat so, seinen Geschmack. Jeder hat seinen Geschmack und jeder... Weißt du? Manche mögen Tattoos. Manche mögen Tattoos. Manche mögen gar keine Tattoos. Ey, ich sag dir ganz ehrlich, unsere Regale hier sehen auch ein bisschen kahl aus. Mhm. Deshalb haben wir jede Folge, nimmt einer mal busy was mit. Ganz genau. Um so busy was über sich zu erzählen. Richtig? Die Idee war so, nicht die Regale direkt vollzustellen. Bei mir merkt man, ich bin der deutschen Sprache mächtig, deswegen ist der Duden schon da. Und... Step by step Sachen aus unserem Leben, damit ihr uns auch ein bisschen besser kennenlernen könnt. Wisst ihr, was ich meine? So step by step können wir was mitbringen, drauflegen und dabei erzählen. Mhm. Was hast du heute mitgebracht? Haltet euch fest. Weil wir ja drüber geredet haben, wie wir angefangen haben, haben wir hier meine Retro-Cam. Weißt du? Retro Camcorder oder was? Ah, sicher. Akku leer seit 2-3 Jahren. Aber sieht immer noch stabil aus. Ist das, womit Kanyes Doku gedreht wurde? Ich hab den ausgeliehen. Der hat mir zurückgeschickt ohne Akku, der kleine Gangster. Und das spiegelt so quasi wieder auch so meine Anfangszeiten vor Stand-Up. Yeah. Wir haben, also ich und du haben, glaube ich, mit Videos angefangen. Ja. Yeah. Sketche. Generell einfach mal vor der Kamera ein bisschen sein. Einfach, ich habe es gar nicht gemacht, um irgendwie Follower zu kriegen, sondern eher so besser zu werden. Weil du Bock auch drauf hattest. Bock drauf hatte, einfach besser zu werden. Okay, Sachen auch abgeguckt so. Okay, wie hat der es so gefilmt? Ich kann ja ein bisschen weiter von unten filmen. Vielleicht sieht es besser aus. So Step by Step. Aber immer diese Comedy-Aspekt drin. Immer diesen lustigen Vibe. Immer diese Schauspieler drin. Schauspielerischen Sachen, die ich gemacht habe. Und deswegen mein Camcorder. Sehr, sehr schade, dass er nicht mehr geht. Ah, der geht auch gar nicht mehr. Also Akku ist wirklich am Arsch. Hier ist, guck mal, hier ist so ein 9,5 Volt Stecker, den kriegst du. Also der ist, Bruder, das ist ja das Lustige. Das Ladekabel ist mehr wert als das Ding, Digga. Also guck mal, wenn ihr ein 9,5 Volt Ladekabel habt, schickt per Post den Mane B, damit er wieder frische Dokus für Kanye West drehen kann. Hier. Das ist, jawohl. Direkt neben Duden, ja? Direkt neben Duden. Oder soll ich ein bisschen weiter oben machen? Nee, mach da, das sieht gut aus. Jawohl. Das sieht fresh aus. Was hast du dabei? Heute habe ich was dabei, was so ein bisschen mein Hobby ist. Mhm. Und zwar Schatullen sammeln.
Nein, nein, das ist ein Schachspiel. Mhm. Das hat mir der Konstantin mitgebracht. Konstantin? Aus Israel. Konstantin, liebe Wie Grüße. Israel? Ja, der war in Israel, in Tel Aviv, und dann hat er das gesehen. Und wir spielen ja immer unterwegs Schach backstage. Ja. Das ist eigentlich, die Leute denken, ich mache ganz wilde Sachen. Ich spiele Schach. Darf ich was sagen? Ja. Ich habe keine Chance gegen ihn und ich bin gut. Keine Chance. Also wenn ihr mich herausfordern wollt, damit kriegt ihr mich immer. Zeig mal die Dings. Die Figuren oder was? Ich habe das noch nicht mal aufgemacht. So ist das Ding. So wichtig ist es dir. Ja. Yeah. Aber das ist nicht nur, Schachbrett. Mhm. Guck, also nicht nur Schachbrett, sondern man kann hier auch... Tabla? Nee, Ding, wie heißt das? Backgammon kann man auch spielen. Ja, das ist Tabla. Ja. Ja. Aber kein Grund auszurasten. Ja, das ist direkt... Genau, hier gibt's alles. Genau. Sind die selbst geschnitzt, holzgeschnitzt Ding? Hat der Konstantin ja, ja, ja. mal in Israel nachgehackt? Ja, das ist recherchiert. Das ist, da müssen wir doch mal nachfragen. Ja. Ist das richtiges Holz? Nice. Das ist nice. Das ist ein bisschen zu klein so für Ding, aber das ist für unterwegs das perfekt. Ja, das für ist unterwegs so perfekt. Pocket-Schach. So ein Nizar kann man damit weghauen, so. Ja. Das kann man einfach mal auspacken. Nizar sagt, am Land spielen. Du sagst, sei mal leise ganz kurz, zack, zack, genau. Zack, Schachmatt, geh mal auf Bühne jetzt. Das ist so eine Leidenschaft von mir. Ich mag das so, Denksachen zu spielen. Gerade auch so in der Pause vom Solo. Wenn ich in der Pause bin, ich mach das. Ich spiele das in der Pause. Ich weiß nicht, wie du es machst. Ich könnte das nicht. Nee. Nein. Wegen Aufregung, oder? Nicht wegen Aufregung, so einfach... Nicht noch was Neues, yeah, okay. Wo ich Entscheidungen treffen soll. Okay, okay. Weißt du? Lieber Nervensystem nicht überlassen. Ganz mäßig. Genau. Ich muss auch Räumst da mal runterfahren. Ja, oder? Das sieht doch nett aus. Mach mal so, mach mal so. Ich mach so wie du so. So mehr? Mach mal so auf dem Boden. Nicht so? So? So ästhetisch. Okay, gut. Lass mir so. Oder willst du die Schach... Nee, nee, sieht gut, sieht gut. Ja. Sorry, ich bin das da ein bisschen... Kein Grund auszurasten, aber ich hab genau. So ein... Ich vertraue auf jeden Fall Bruno bei Ästhetik, ja. Weil Bruno ist Maschine bei Ästhetik. Der ist wirklich, seht ihr das hier? Das ist perplex. Das ist geil, guck mal, das ist nur Silber, aber wenn du im richtigen Winkel zur Sonne stehst, sieht aus wie Ice Out. Oh. mit Tricks, oder was? Ja, ja. Leute fragen Ice Out? Ja, ja, safe, 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 safe. ja, alright. Das war so mäßig der Anfang. Ja. Leute, guck mal, das erste Folge übertreibt nicht. Kein Grund auszurasten. Allererste Folge, wir machen langsam. Wir müssen uns bis sie beschnuppern. Aber ich würde sagen... Wir kommen zur ersten Rubrik. Was poppin? Was trending? Was poppin? Was trending? Das heißt, die krassesten TikTok oder generell Social Media? Social Media Trends. Alles, was es gibt. Egal, ob das Twitch ist, TikTok... Snapchat, Instagram, egal was ist, wir checken das ab. Mhm. Und Maxim, darfst du uns vorstellen? Maxim, was hast du für uns vorbereitet? Hau mal hinaus. Was geht denn ab? Der erste für euch, Jungs. Mhm. Ich meine, wir haben ja alle gesehen, Chris Brown war auf Tour. Was sagen wir eigentlich zu seinem Ausraster? Oder warum hat der Handy weggeschmissen? Oh, da muss man einfach mal tief einatmen. Erstmal einatmen. Also erstmal einatmen, runterkommen. Ja. Erstmal, lieber Christopher, ja, egal wann ich diese App öffne, ich sehe dein Gesicht, Bruder. Es reicht, Bruder, jetzt. Ich schwör auf alles. Du hast uns alle zu Hunden gemacht. Allerdings, das ist nicht okay, wie der sich bewegt mit den Frauen, erstens. Ja. Zweitens, der hat Handy geworfen, auch nicht okay. Ja. Die arme Schwester, weißt du, was ich meine? Der hat ja ein paar Bilder auch drauf. Ja. So, weißt du? Genau. So. Stell dir mal vor, irgendjemand, der wirft gerade, wo Handy noch offen ist, der hätte nicht mal zumachen können. Mm. Die wirft, wo offen ist, einer fängt, die ist in Handy drin, direkt ja, ja, kann ja. swipen. Direkt. Privatsphäre, wir sind in Deutschland. Ja, Mann. Das ist nicht korrekt, was er gemacht hat. Das war so, aber jede Tourstopp einer auf die Bühne geholt, ne? Jeder Tourstopp hat das gemacht. Ja, das war ja so... Das Lied Take You Down, da grindet der so auf einen, keine Ahnung. Meiner Meinung nach, mach was du willst. Was ich dazu sage, ist einfach nur, Christopher, du bist nach Deutschland, nach Europa, überall, ganz EU. Ganz EU warst du da. Ich habe dich immer mit anderen Frisur gesehen, Bruder. Ich weiß nicht, wer dein Friseur ist, stabil. Und du hast die Frauen im Griff. Meine Bitte einfach nur, für die Zukunft, falls du wieder mal nach Deutschland kommst und ich irgendwann in einer Beziehung landen würde, bitte guck nicht in meine Richtung.
Der ist zu alt, Bruder. Sag mir, kann Chris Brown eine Sache nicht? Das frage ich mich eigentlich so. Er kann singen? Ja, der kann tanzen. Tanzen? Oder was? Ding. Der kann seine Haare färben? Grinden, Bruder? Ich glaube, sein Long Dong Silver ist auch auf gutem Niveau. Ja, aber Schuhgröße meinst du? Ja, die ist heftig, Bruder. Der hat auf jeden Fall guten 45er. 45er Eisen, Bruder. Muss ja. Ja. Yeah. Und dann ist er halt einfach noch Chris Brown on top. On top. Seit er 16 Superstar. Ist. Seitdem er 16 ist. Seit er 16 ist, absolutes Superstar. Viel Scheiße gebaut, was man auch leider sagen muss, weil... viele Sachen unkorrekt. Künstlerisch gesehen. Bruder. Stark. Chapeau. Chapeau. Hast du einen Lieblingssong von Chris Brown? Erste Album auf jeden Fall krass, weil ich habe das wirklich in der Grundschule 4. Klasse gehört. Then you can run it, run it, run it, you can run it, run it. It's your man on the floor. Krass. Da hat er damals schon so Banger gehabt mit so Kanye West einfach von Ecke oder Lil Wayne. Yeah. Im allerersten Album. Kiss mit T-Pain. Yeah, yeah. Dann ging es weiter. Fame-Album auch geisteskrank. Er hat schon ein paar gute Dinge rausgehauen. Ne? Und wenn du dann noch auf YouTube guckst, was er so alles so für Visuals hatte, Choreos, einfach sick. Ja, also, ich bin ein Fan, Chris. Lass einfach nur meine Frau in Ruhe. Falsch einen ab, irgendwann. Der hat doch diese eine Tour mit Ding, wie ist der? Tiger? Nein, der andere aus Kanada. Nicht der Sänger auch, der diese... Weißt du, was ich meine? Das waren so diese zwei Playboy, Mr. Stereo Girl, wie heißt der? Trey Songz. Ja, genau, mit Trey Songz hat die doch eine Tour gemacht. Die haben sogar ein Album gemacht. Die haben die Show zusammen gemacht, beide oberkörperfrei, sieben Groupie Girls auf der Bühne. Und dann gab es immer diese Memes. Überleg mal, du hast eine Freundin, die sagt, I'm going to the Chris Brown and Trey Songz concert. You ain't going nowhere! Nein. Bruder, er heißt schon Mr. Stereo Girl. Ja, das Abstand. Aufpassen. Direkt, Bruder. Aufpassen. Aufpasse. Ja. Chris Brown. Super. Super, danke. Schön, dass Sie uns beehrt haben. Mhm. Das nächste ist Pedro Pascal. Habt ihr dieses Meme gesehen, Bruder? Das ist auf TikTok. Überall. Der Bruder steht einfach ganz locker da. Und ist sein Toast, Bruder. Die Leute drehen komplett durch, Bruder. Ist es so ASMR-Kacke? Nee, nicht ASMR. Was für ASMR? Ja, der haut ja, der isst ja seinen Toast, man hört so... Oder ist doch... Ist, nee, das ist doch nur... Das nein, ist so ein Bild, oder? Das, kein Video. Ja, yeah, das ist so ein Bild, wie der da steht. Und sein... Das ist auch so ein Ding, wie der da steht und seinen Toast reinhaut. Hört man das, den Toast? Nein. Bruder, du, ich glaube, du hast einfach richtig Schwitzchen gerade, weiß ich. Ist das ASMR oder nicht? Ich will es wissen. Ich will es hören. Nein. Das kennt. Was ist denn dieser Trend? Was ist denn das für ein Trend? Also was ist dieser, warum ist das Bruder, der steht dort einfach, als wäre der traurigste Mensch der Welt, Bruder, jetzt, mit seinem Toast und haut den rein, als wäre das so ein Ding, Bruder. Der ist einfach... Ja, was soll ich denn da jetzt sagen, Digga? Das ist wieder irgendein Dude, Bruder, und irgendjemand hat es geteilt, zur richtigen Zeit gepostet, 7 Millionen Klicks generiert. Was ist ein Trend jetzt, einfach oder Trend geworden, einfach oder was? Aber ein Meme daraus, oder was? Ja, mein krankes Meme daraus gemacht, Bruder. Ja, und was war die Überschrift von dem Meme? Alle möglichen Geschichten, Bruder, so dieses, ich will so gegessen werden wie Pedro Saint. Geil. Ja, auf Englisch geil. Ey, aber die Kommentare sind geil bei sowas. Ja, das ist richtig geil. Ich glaube, die Kommentare Leute bei sowas... Die Leute sind wirklich diesen Feierabend. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Früher hat man ja immer auf YouTube bei lustigen Videos die englischen Kommentare gelesen, weil es ist ja nochmal ein anderer Style, anderer Flair, das so im Slang Englisch, aber Meme-Sprache. Ja, safe. Und wir haben es in Deutsch jetzt auch hingekriegt durch TikTok. Ja, safe. Manchmal gehe ich wirklich nur auf ein Video drauf, um Kommentare zu lesen. Ich glaube, das wäre so ein Video. Ja, das ist denk, immer noch ein Bild, aber auf jeden Fall. Dann. Bruder, ich habe ein Video gesehen, wie der die Scheiße kaut. Weißt du, wer Pedro Pascal ist? Weißt du es? Bruder, jetzt will ich nicht wissen, was du dir für Videos anguckst, Bruder. Das ist. Leute, die einfach Toast essen. Und ich. Wer ist es? Pedro Pascal ist der Typ, der Mandalorian spielt. Den sieht man da nicht, aber der spielt. Der hat bei Narcos. Ist der hier drin? Ja, wegen Duden ist er drin. Der hat bei Narcos hat er diesen Polizisten auch gespielt, ja. Ne, Pedro Pascal. Pedro Pascal ist der auch bei dieser neuen Serie, wie heißt die? The Last of Us, hat er auch die Hauptrolle gespielt. Die haben doch dieses, das Meme habe ich gesehen, dass sie gesagt haben, mit Pedro Pascal, er sagt, we are looking for somebody
who has to protect a child from irgendwas. Yeah. Und dann hat er Pedro Pascal und hat sich gemeldet mäßig. So, weil Pedro, hör auf. Pedro, hör auf mit diesem Toast. Sag mal, hör mal mit diesem Toast. Erstmal ganz kurz. Wie traurig kann man eigentlich einen Toast essen? Wie kann das ein Trend werden? Sag doch mal das was. Das verstehe ich auch nicht. Sag mal bitte. Nee, du postest dreimal die Woche, liest das hinher, dann kommt so ein Toast einfach von Ecke. Ein Toast von Ecke und einfach Leute rasten aus. Was ist das, Mann? Ja, das ist halt, was soll's machen? Einen letzten habe ich noch für euch, Jungs. Ja. Wisst ihr, wer aus dem Knast raus ist, Jungs? Gucci Mane. Gucci Mane. Nein, but that's Andrew motherfucking Tate. Ah, Andrew Tate ist aus dem Knast raus. Wo war der nochmal? Welcher Knast? Der war in Rumänien im Knast und jetzt gibt es Bilder, wie der aus dem Knast raus ist. Bruder, der ist einfach breit geworden, Bruder. Ja. Der ist einfach breit geworden und die Bilder gehen durch die Decke. Was sagen Leute? Der hat trainiert oder was? Ja, der hat gesagt, nur noch trainiert. Ich habe mich von Schaben ernährt, von Insekten ernährt, wollte einfach nur überlegen. Ich hatte nichts zu machen, außer den Koran zu lesen und zu trainieren. Und jetzt hat er so ein Bart und läuft mit solchen Schultern rum. Also wie Mäus eigentlich. Bruder. Sorry, Bruder. Mois, der Bruder läuft auch stabil rum. Aber muss auch sagen, seine Größe läuft immer mit S rum, Bruder. Chill mal. Nimm mal nächstens M, Bruder. Jetzt, Alter. Soll ich dir sagen? Zu Slimfit. Ist richtig Slimfit bei dir, Bruder. Slimfit, sag dir ehrlich. Zu sehr Slimfit, leider. Aber der kann es sagen. Der Bruder ist stabil, auf jeden Fall. Nee, ich habe Andrew Tate nie gefeiert. Deswegen, ich hab nur gesehen, Knast und jetzt, und dann Rumänien-Knast. Ist ja auch nochmal andere. Jetzt. Antoine hat es auch damals erwähnt. Russland-Knast. Andere Knast. Free Dings. Er ist jetzt free, deswegen super. Super, das breit geworden, du hat trainiert, Zeit genutzt. Ja. Man weiß. Koran gelesen, sehr gut, gläubig. Und produktiv. Und produktiv, Zeit genutzt. Ich habe, glaube ich, Bilder gesehen, der hat jetzt sich Bart wachsen lassen und so weiter, Haare auf einmal. Ist ja ein ganz anderer Modus, ne? Wenn du Knast gehen würdest, ja. Kannst ja nur trainieren, oder? Ja, was sollst du machen? Wenn du produktiv sein möchtest, ja. Kannst du auch Bisikade spielen. Schach? Kannst auch ein bisschen Schach lernen. Alles, Bruder, kannst du machen. Denkst du, Rumänien-Knast haben die Dings? Haben die Fernseher? Nein. Nee, ich denke nicht. Hanteln müssen die draußen holen. Kann sein, ja. Oder nur auf Liegestütze-Basis. Kann auch nur Liegestütze sein. Am Ende des Tages kommt drauf an, was du draus machst. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Er ist jetzt draußen. Gut, sind wir gespannt, was der wieder raushaut. Ne? Richtig. Das ist einfach mal überraschen lassen. Wir werden es ja hier dann in den Trends, what's trending, what's popping, herausfinden. Bam. That's up. Erster Blick, was haben wir jetzt als nächstes für euch vorbereitet? An dieser Stelle ganz kurze Unterbrechung, weil wir müssen uns mal ganz genau Bruno Barnabys Sneaker anschauen. Bruder, was ist das für weiße Sneaker, Bruder? Nigelnagelneu oder was? Vielen, vielen Dank an JD Sports für die Unterstützung. Meine Air Force Ones waren auf jeden Fall... Die waren Air Force Zero geworden. Einfach schwarz gewesen. Danke für den Support. Und wenn ihr selber euch auch mal supporten wollt, checkt mal JD Sports ab. Geht mal in die Läden oder online. Da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Und viel Spaß. Viel Spaß beim weiteren Podcast. Hey, viel Spaß. Ladies and Gentlemen, wir haben natürlich auch eine weitere Rubrik und die sind... Er steht einfach nicht auf dich. Wir haben rausgefunden, die meisten Sachen, die geschrieben werden, resultieren daraus, dass er einfach nicht auf dich steht. Oder sie auch. Oder sie. Sie auch. Weißt du, was ich meine? Leute werden geghostet, Leute werden Ding. Er hat sich nach dem Knickknack nicht gemeldet. Warum? Und genau deswegen haben wir Leute gefragt. Ganz genau, wir haben euch gefragt. Auf Social Media haben wir ja die super Funktion, wir arbeiten ja mit Instagram zusammen. Da haben wir die Funktion, da könnt ihr eure Sachen reinschreiben und die werden jetzt hier bearbeitet. Yes, sir. Niklas, was hast du für uns? Wir fangen direkt an, Bruder. Die erste Einsendung ist, die sagt, unglückliche Ehe, habe einen Verehrer, der mir auch gefällt, aber ich will die Ehe nicht beenden. Darf man da eigentlich den Namen sagen zu der Nein, besser nicht. Besser nicht. Wir bleiben anonym. Sorry. Ich sag auch hier besser anonym, weil. Oder direkt, wir sind direkt Schwierigkeitsgrad 12 reingegangen. Wir sind letzte Level rein. Ehe hat Verehrer, aber will Ehe nicht beenden. Oder sind alles ein Widerspruch per se. Du hast also, Ehe ein Verehrer. Wie kompliziert willst du es machen? Ja, Bruder, was eigentlich? Willst du? Schwester, guck mal, bitte. Einfach, wenn du nicht glücklich bist. Ehe ist halt schon, also ich war noch nie in einer Ehe. Auch wenn es manche nicht glauben.
Aber denkst du, dass jemand, guck mal, vielleicht ist die Frage auch, oft sagt man ja, ich bin nicht glücklich, aber was man eigentlich sagen will ist, jemand macht dich nicht glücklich. So als ob die, man schiebt so die Verantwortung jemand anderes in die Schuhe. Aber ich denke, im Grunde genommen, man selbst ist ja verantwortlich für sein Glück in gewisser Art und Weise. Weißt du, wofür glücklich man, sein, ja. Ja, genau. So in allererster Linie. Also wenn du mit dir selber zufrieden bist und jemand, ich denke, was entscheidend ist, ob die Ehe weitergehen soll oder nicht, ist, nimmt dir die Person Energie wirklich weg und zieht dich immer weiter runter. Weißt du, du bist für dich cool, du machst dein Ding, alles passt, aber die Person ist so, zieht dich so immer runter. Ich denke, dann ist der Punkt, wo du drüber nachdenken solltest. Okay, aber wie kannst du dann schon weiterdenken mit jemand anderen? Ja, Bruder, das während ist... Während... Das sind Frauen, Frauen denken immer weiter, Bruder. Sag dir ganz ehrlich, Frauen denken immer weiter. Ihr wisst ganz genau, wie ihr seid. Ganz genau. Ihr seid mit Frauen, ihr habt den, das ist der Grund, warum Frauen sauer sind, wenn sie was geträumt haben. Ja. Yeah. Weil das, was im Kopf, die Szenarien, die passieren, die sind für die echt. Das ist wirklich passiert. Das bedeutet, wenn du unglücklich jetzt hier bist, ich denke darüber nach, wann wäre ich glücklich. Ja. Yeah. Und das ist der Typ dann. Yes, vielleicht. So, und jetzt überlegt sie was? Ja, vielleicht mit dem was zu machen. Den Neuen? Ja, der Neue. Ja, yeah, Schwesterherz, guck mal ganz kurz erstmal. Der andere ist ja einfach nur gerade der Lückenfüller. Aber die Beziehung ist ja noch, die Ehe ist ja noch intakt. Ja, ja. Also es ist ein Lückenfüller, genau, wenn es passt. Genau, für Plan sie. B. Wie oft seht ihr euch eigentlich? Das wäre eine gute Frage. Ja. Die, sind die in Kontakt? Genau. Wenn man doppelt Kontakt sagt, du ja, weißt. Dann weißt du, Bruder, dann ist ernst. Kontakt? Oder seid ihr so. Wir kennen Kontakt. Oder wir kennen uns Kontakt. So. Also abschließend, was würden wir zu ihr sagen? Ich würde sagen, wenn du nicht glücklich bist in einer Beziehung, erst herausfinden, warum. Weil ansonsten gehst du in was anderes, dann bist du kurz wieder glücklich. Dann ist ja so verliebtheitmäßig. Und dann vielleicht wird das genau gleich. Weil vielleicht du das Problem, der Kern bist. Ich gehe auch davon aus, der Ehepartner weiß nichts davon. Mhm. Natürlich nicht. Also es ist einfach nur Salat. Bitte mach ein bisschen was. Mach mal was. Erstmal mit Partner klären. Richtig. Erstmal auf eine Ding. Geht's weiter oder nicht? Wie geht's weiter? Und dann cleanen Cut machen vielleicht und danach eventuell neuer Verehrer. Dankeschön. Gerne. Das hat bestimmt weitergeholfen. Ich habe der nächste ist auch crazy. Ja. Oh, crazy. Das ist eine Frage. Sind 70.000 Euro, um die mein Ex mich beschissen hat, zu viel als Lehrgeld, die ich bezahlt habe? Wie bitte? Wie viel? 70.000 Euro. Wie viel? Sag mal die Nullen, wie viele Nullen? 7, 0, 0, 0, 0, Bruder. 4 Nullen, oder? 4 Nullen, Bruder. Beschissen. Beschissen. Also, sie sagt beschissen. Genau, hier also steht original, ich wurde von meinem Ex um 70.000 Euro beschissen. Und ob zu viel für Lehrgeld ist? Ist es zu viel Lehrgeld? Schwester, Bruder, seid ihr. Schwester, Bruder ist krass. Bruder, ich bin so überfordert gerade, dass ich Schwester, Bruder sagen muss. Weißt du, was ich meine? 70.000 Euro. Erstmal sorry, dass du das Geld weg ist. Erstmal das, tut mir leid. Wirklich, das ist viel Geld. Das ist sehr viel Geld. Ja. Wie? How? Erstens die Frage, war das vor oder nach Tinder Swindler? War das davor oder danach, Schwester? Wenn davor war, okay. Wenn danach war, ja. You gotta ask them questions. Was soll ich dir sagen? Der Tinder Swindler. War das vor oder danach? Vor oder danach, Bruder? Was ist da passiert? Einfach 70.000. Was hat er gesagt? The ops are coming. I need the money. Aber Jet. Oh. Hat er auch erstes Date in Budapest gemacht mit dem Privatjet? Hat die einfach kurz eingeflogen. Ey. Oh, das ist heftig. Also, wir wollen uns nicht über dich lustig machen, um Gottes Willen. Aber die Situation ist schon lustig. Also, 70.000 ist schon heftig. Vor allen Dingen, waren das 70.000 auf einmal? Oder so nach und nach? Weil ich denke mal so, wenn du musst ja ein bisschen Kontoführung achten, weil du bei so spätestens bei 45.000 sagst, halt, stopp. Es reicht. Weißt du, was ich meine? Das hat mit 20s angefangen. Wie hat das? Ich würde gerne den Verlauf wissen. Weißt du, was ich meine? Und vor allen Dingen, mit welchem Mut hat er gefragt? Weißt du, was ich meine? Ich kenne Leute, die trauen sich nicht nach 500, 600 Euro zu fragen. Für guter Punkt. Sachen. Der Typ kommt bestimmt und sagt, ey, ich brauche 10.000, ich brauche das unbedingt. Mäßig.
Wie kommst du auf 70 hoch? In welchem Alter sind die auch? Freund, einfach in die Infos. Weißt du, wie man von jemandem sich 70.000 Euro... 70 ist zu viel. Es ist zu viel. Was war die Frage von ihr eigentlich nochmal? Ob das zu viel für Lehrgeld ist? Ja, ja. Ist zu viel. Viel zu viel. Viel zu viel. Also, guck mal, wenn man sich gegenseitig hilft, ja, man kommt irgendwie in die Beziehungsphase, man kommt sich näher, man merkt, okay, die Person, die andere Person gibt mir viel, aber setzt sich auch für mich ein, ist für mich da, denkt für mich mit, sehr aufmerksam. Na klar kommt man da mal in eine Situation. Dass man 20 ausleiht, weiß ich nicht. 70 Riesen, Bruder. Reparaturauto ist ja nicht mal. Nee, aber wir müssen auch darüber nachdenken, vielleicht hat sie genug Geld. Weißt du, vielleicht ist sie Millionärin. Vielleicht 70.000 ist für die wie 70 Euro für uns. Stark. Das ist das Ding. Weißt du, was ich meine? Der hat das einfach nur kurz genutzt, weil der wusste, die hat es auf Tagesgeldkonto. Ja, ja. Mäßig. Wir wissen nicht. Also wir brauchen mehr Infos, aber grundsätzlich würden wir sagen, zu für viel. Normalsterbliche Menschen wie uns, ja. 70 Riesen zu viel. Viel zu viel. Ich habe einen dramatischen habe ich zum Schluss noch. Mhm. Yes, sir. Der Mann, in den ich mich verliebt habe, ist ausgewandert. Hat dabei mit offenen Karten gespielt. Ich kann ihn nicht vergessen und wir telefonieren immer noch jeden Tag. Mhm. Also erstmal würde ich sagen, wie viel kosten Flugtickets? Ganz ehrlich. Und wohin? Und wohin? Das ist so das Erste, was ich mal berücksichtigen würde. Ne? Weil am Ende des Tages, wenn dir jemand wichtig ist, wenn du jemanden gut findest, du kannst auch theoretisch mit auswandern, oder? Denke ich mal so aus, das ist jetzt halt... Stell mal vor, irgendwo Venezuela, erstmal Zeitverschiebung, du bist immer gefickt. Zeitverschiebung. Du musst mitrechnen. Ja, du erst 6 mit- Uhr morgens wachen, du musst einfach 9 Stunden dazu rechnen, 15 Uhr, du bist mitten in Arbeit, weißt du, was ich meine? Ja. Also... Der Struggle ist real. Gucken, Struggle ist real, aber vielleicht lohnt sich. Man muss aber wissen, wo ist das? Wie gesagt, wieder Infos. Genau, Infos. Weiter. Wie viele, wohin ist das? Ne? Was kostet das mäßig? Und dann kann man ja drüber sprechen, so nach und nach. Aber krass, jeden Tag telefonieren? Jeden Tag telefonieren, schon krass. Aber ich denke auch so, wenn es das wert ist, kann man machen. Kann man einfach mal mit nachwandern. Wie nennt man das? Offene- wenn jemand ausgewandert ist und du gehst hinterher, ist das Nachwandern? Nach Auswandern. Wir gucken nach. Warte mal ganz kurz. Im Prinzip ist es ganz okay, würde ich sagen. Aber was heißen offene Karten? Weil ich kann mir vorstellen... Ja, das hat ihr gesagt, die haben sich kennengelernt mäßig, denke ich jetzt. Ich weiß ja nicht. Und er hat ihr gesagt, hey, guck mal, ich muss in einem Monat muss ich in Argentinien ein Projekt leiten. Was weiß ich. So, und jetzt ist er weg, aber sie... Also ich sag dir safe, meiner Meinung nach, wenn er da, also auswandern heißt ja, er bleibt da safe, oder? Ja. Sie muss nachkommen, er kommt nicht zurück. Wissen wir nicht, aber ich denke ja, wenn das so ist. Ja, sobald er da irgendwas Besseres findet, ist dann auch leider fertig. Ich find's gut, dass du romantisch denkst, das ist so. Ich bin direkt next. Direkt native, ey, next, einfach next. Ja, was sagst denn du denn? Ja, ich denke einfach mal gucke. Und nachwandern. Ja, wenn es dir wichtig ist oder wenn das wirklich, also wenn die Person das auch will, ne, kommt ja drauf an, wenn man da wirklich was aufbauen kann, warum nicht? Es ist ja immer auch so ein Kosten-Nutzen-Faktor, den man damit berechnet, wenn man auswandert. Weißt du, was ich meine? Was ja, aber die? Wir sind auch in einer anderen, also wir sind ja die Männer in dem Fall. Wir sind ja die Männer in dem Fall. Ich glaube, ich finde es Papa, dass du sagst zu Bruno, ja, Bruder, du bist voll romantisch, aber Liebe ist auf jeden Fall so ein Kosten-Nutzen-Faktor. Ding, Bruder. Du bist richtig romantisch, du bist ja krass romantisch, Bruder. Da hat er recht, hä? Hat er recht, ja. Nee, wir sind in einer anderen Position als Mann. Oder ich kann ja nur von mir ausgehen. Ich glaube, Stand jetzt würde es niemals in Frage kommen, irgendwie woanders mit hinzugehen, weil da jemand ist. Umgekehrt würde ich es mir vielleicht sogar wünschen, wenn ich irgendwo hingehe, dass sie mitkommt. Dass meine bessere Hälfte mitkommt. Ja. Also in dem Sinne, bleib dran. Ihr müsst quatschen. Ihr müsst einfach mal sprechen. Fertig aus. Ja, die telefonieren doch jeden Tag. Ja, aber dann komm mal zum Punkt, Alter. Was telefoniert ihr? Was macht ihr? Einfach Ding, 6 Stunden über Pokémon reden. Oder? So brauche ich dich, Mariano. Sag's dir. Ja, danke. Wolltest du noch einmal sagen? Kartoffel-Pokémon, kommt zum Punkt. Redet miteinander. Ja, geil. Ja, in jedem Fall, egal was ist, es ist kein
Gott, auszurasten. Ey, wie findet ihr die Rubriken? Wir sind jetzt mal reingeslidet in die Rubriken. Yes. Die zwei auf jeden Fall feiere ich sehr, aber die werden noch ausgearbeitet und noch besser noch auf besser. Euch mit Maxim angepasst. Angepasst. Yes, Sir. Und jetzt kommen wir natürlich zum Wettkampf, because we wanna know. Who's that boy? La 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 la. Hey, okay. Hey. Was haben wir heute für ein Spiel vorbereitet? Wir haben immer verschiedene Spiele, stimmt's? Ja, immer verschiedene. Oder immer gleiche? Nee, immer verschiedene. Immer verschiedene, verschiedene Leute. Immer verschiedene Spiele und heute wird uns Maxim... Der Wettkampf heute ist True or False, Jungs. Also, ich hab... Was heißt denn True or False? Das ist ja wieder Englisch. Wir sind ja nur auf Englisch heute. Ja, wir sind ja nur in Englisch. In Wahrheit oder Lüge? Mhm. Ja, ich habe von euch habe ich ein paar Fakten bekommen. Ja. Oh, die, das ist das. Ja, die erzähle ich euch gleich. Die werde ich gleich. Wir machen das Elfmeterschießen mäßig. Ja, ja. Einer nach dem anderen. Ich sag dir gleich einen von Mariano und dir einen von Bruno und du müsst direkt sagen, ist das gelogen oder ist wahr oder ist die Wahrheit? Gibt es einen Vorteil, wer anfängt nicht? Weil Elfmeterschießen. Ja. Also Schnick, Schnack, Schnack, Schnick, Schnack, Schnack, Schnick, Schnack, Schnack. Ja, du fängst gar nicht. Okay, also Bruno fängt, also ich muss anfangen, oder? Ich lauf schon mal zum Punkt. Nur, dass ihr wisst, Jungs, das ist jetzt nicht nur, dass wir ein bisschen spielen, ja. Sondern der Verlierer ja. Bekommt eine Strafe. Oh. Mit der Strafe leiten wir die nächste Folge ein. Ah, Cliffhanger-mäßig. Mäßig? Sind wir so, oder was, aufgestellt? Wir sind ja marketing und technisch ja auch auf einem super Niveau, ne? Ja, klar. Wir arbeiten okay. Hier nicht. Wer wird anfangen? Ich muss anfangen, oder? Okay, genau. Dann laufe ich weg vom Punkt wieder. Ja. Achso, du bist reingelaufen. Ich war noch da, Digga. Sehr stark. Ich habe mit Chiri schon geklärt, welche Ecke die ist. Okay. Alright. Alrighty. Okay. Ey, ich hab Bock drauf, du? Ja, ja, Bruder. Okay. Fresh. Okay. Möge der Hübscheste gewinnen. Okay. Ich hab noch zugehört. Okay, fang an, sorry. Oder Bruno hat ein Jahr in Australien gelebt. 100% nein. Nie und nimmer. Warum denn, Bruder? Hä? Wieso 100%? Weil du bist kein Australien-Typ. Du hast keine Australien-Aus... Bruder, ich wollte schon immer... Ja, aber du warst nicht dort. Du hast nicht diese Australien-Ausstrahlung. Warst du schon dort? Nee, aber ich habe auch nicht die Australien-Ausstrahlung. Kennst du ja reden von Ausstrahlung? Australien-Ausstrahlung war selber noch nicht da. Ja, das meine ich ja. Ich kann ja jemanden... Das war schon immer mein Traum gewesen. Ja, warst du dort? Ja, klar. Echt? Nein. Nimmst du, was ich meine, Bruder? Ich hast du ihn reingemacht? Fearless. Hast du hinten rechts? Ja, hinten rechts, Bruder. Ja, I know it. I know. Okay. Wie er sich aber aufgeregt hat. Wolltest du was? Ja, wolltest du wissen? Ich weiß, du kennst mich nicht. Ja, ich wollte schon eine Richtung lenken. Ja, aber ich hab dich, nein, Bruder, ich hab das gegen. Nee. Ich hab das safe, ganz sicher, Bruder. Bist du am Punkt, Bruno, ja? Ja, ich bin da. Bist du da jetzt? Also. MV ist SSC Neapel Fan und war schon mehr als 10 Mal in Neapel im Stadion. Nein. Sicher bleibst du an der Antwort? Ja, ja. Hm? Ja, ja. Richtig? Mhm. Stark. Haben wir ihn reingemacht? Ja, haben wir ihn reingemacht. Ich wusste, du warst schon mal, aber 10 Mal nicht. Nicht mehr als 10 Mal. Nee. Wie oft? 5 Mal war ich. Oh, auch viel. Das ich hätte gedacht 3 Mal. Nee, 5 Mal war ich. 5 Mal war krass, aber. 5 war krass, ja. Ja, Neapel war aber Mannschaft auch. Yes. 1-1. So stark. Okay, der nächste Fact. Right. Bruno hat... 1-1 war das spannend jetzt. Jetzt wird es aufregend. Weil. Bruno hat? Bruno hat mit Chris Brown Basketball gespielt. Bruder, das ist so weit weg von jeglicher Realität. Also guck mal, wenn du mit Chris Brown Basketball gespielt hast, live, weil wir reden live, oder? Live, dass du mit ihm Basketball gespielt hast. Yeah. Okay, wenn du mit Chris Brown aber warum denn nicht? Live Basketball gespielt hast, ich mach hier Kopfspann. Bist du sicher? Ja. Sicher? Ja. Ja, stimmt halt leider wirklich. Ja? Ja, 100%. Es gibt sogar Video online. Auf YouTube. Wirklich? Im Musikvideo von ihm ist es drin. Ja. Leute, geht bei YouTube, gibt ein Chris Brown. Wir brauchen Beweise auf jeden Fall. Das Video heißt, ich glaube, Home. Genau, da hat er so die Deutschland-Tour. Oder generell, ich glaube, es war World-Tour sogar. 2011. Nee, sorry, nicht 2013 oder ich weiß nicht genau. Wir gucken, Bruder. Ich weiß nicht, welches Jahr das war. Auf jeden Fall war das okay, Tournee. Okay, wenn stimmt, ich mache auf jeden Fall Kopfstand nächstes Mal. Wenn's Bruder, stimmt. Wirklich? Yeah. Das war Tournee, wir waren da, er war in Frankfurt. In Frankfurt? In Frankfurt war er da, Pesthalle hat er gespielt. So,
Ich gehe in Snipes rein. Mhm. Ich gehe in Snipes rein, sagen Leute zu mir, ey, heute Abend kommt Chris Brown nach Bonames in die Halle und will zocken. Der war gerade hier, hat Sachen geholt, Basketballschuhe, dies, das. Ja. Und ich habe keine Sachen an. Ja. Ich sag mir, gib mir diese Hose, gib mir dieses T-Shirt. Hab gekauft, bin Bonames gefahren, hat keine Basketballschuhe. Nee. Bin hingefahren und ich schwör auf alles, er kommt rein. Der hat von jedem Einzelnen in dieser ganzen Halle, da waren 80 Leute, hat er Handys eingesammelt. Er hat sein Team gehabt mit seinen Jungs. Ja. Und ich konnte ja richtig gut ballen, so. Denke ich zumindest. Und da haben wir einfach gegen ihn gespielt, Bruder. Und der ist echt gut. Stark. Ja. Nice. Okay, also nächstes Mal gibt es auf jeden Fall Kopfstand. Yes, sir. Hab ich gehalten. Mariano hat ein fotografisches Gedächtnis. Ja, Bruder, hat er einen Attest, wo das draufsteht? Das kann ja jeder behaupten. Was heißt denn das fotografische Gedächtnis? Du musst sagen, ja oder nein, Bruder. Okay, gibt es da einen Attest für oder gibt es irgendwie aufgeschrieben? Weiß ich nicht. Ha? Ich habe auf jeden Fall keinen Attest. Okay. Ich kann mir richtig gut vorstellen, weil du kannst dir dick gut Sachen merken. Aber das würde ich nicht als fotografisches Gedächtnis bezeichnen, deswegen würde ich sagen, nein. Habe ich nicht. Jawohl. Habe ich auch nein gemacht. Jede Entführung. Jede Entführung. Wie viel haben wir noch? Einer noch. Einer noch. Habe ich schon gesagt, ich bin ein richtig schlechter Verlierer. Können Schach spielen, danach gewinnst du eh. Bruno Barnaby hat seinen Anhängerführerschein. Anhängerführerschein? Ja, also den BE. Er kann Auto fahren mit Anhänger. Kann Auto fahren mit Anhänger? Der Bruno Barnaby. Warum hätte er braucht Dings sollen? Wasser. Hatten. Wasser zum Nachdenken. Bruder, du musst den jetzt reinmachen, nur dass du Bescheid weißt. Ich muss reinmachen. Das, ja, und das diese, habe ich Schluck Wasser gebraucht. Warte mal ganz kurz. Die Baller kommt hin. Ja, ja, ja. Theoretisch könntest du ihn haben, warum nicht? Aber eigentlich habe ich noch nie damit gesehen, also weiß ich nicht. Was kannst du machen, Bruder? Hast einfach mal gemacht. Komm, ich mit Anhänger dich abholen. Warum hast du den gemacht? Warum sollst du den gemacht haben? Ich denke, ich komme mit Anhänger dich abholen. Natürlich nicht. Hast du nicht gesehen. Ja. Ich sag, du hast ihn nicht. Nicht? Mhm. Sicher. Hab's jetzt gesagt, so ist es. Ich hab einfach, Digga. Ja, für was? Ich hab mal einen Promo-Job gehabt. Die wollten unbedingt, dass ich so ein scheiß Ding fahre mit Anhänger. Ich sag, ich hab keinen Führerschein. Die sagen, hier, mach. Ja. Offenbach, ihre letzte Ecke irgendwo. Anhängerführerschein gemacht. Bruder, das ist schon nicht ohne. Bevor du losfährst, musst du oben erstmal abchecken, weil könnte sein, dass ja von Bäumen was auf den Anhänger... Ich auf deinen scheiß Führerschein, ich will jetzt nichts mehr wissen. Ich kann jetzt verschießen, der kommt okay? Ich könnte sogar verschießen. Den letzten kann sogar verschießen, wir ziehen den noch schnell durch. Ich mach den mit Hacke, mal gucken, ob der reingeht. Wir gucken, ob der reingeht. Mariano Vivencio kann Gitarre, Klavier und Saxophon spielen. Ah, das ist so eine Dings-Tricky-Frage, weil er kann nur Gitarre und Klavier, Saxophon kann er nicht. Kann es sein? Was ist deine Antwort, Bruder? Du musst mich fragen, du musst sagen. Ja, dann nein, wieder. Stimmt? Mhm. Mr. Barnaby! Damn, bro. Also die Runde heute. Ey, macht mal hier so einen Applaus-Dings rein. Ja. Brudi, aber zu null? Ich möchte überhaupt nicht. Nee, nicht zu null. Ich habe eins habe ich da reingemacht. 3-1. 3-1. Lockere Handicap, weißt du, was ich meine? Er ist so sauer. Obwohl, Dings. Nee, mir geht's gut. Ey, ich freue mich auf die Bestrafung, oder was? Nächstes Mal? Geil, geil, geil. Und so beenden wir jetzt diese Folge. Ich freue mich auch auf die Bestrafung. Alright. Ey, das war kein Grund auszurasten. Deshalb auch nicht sauer sein, Envy. Wenn du Ding machst, wenn du das siehst später, sei nicht sauer. Er wird selbst sauer sein. Ich bin alles gut. Und bevor wir diese Folge beenden, wollen wir euch natürlich auch unseren Support hinter der Kamera zeigen. Ja, genau. Komm, Max. Komm mal bitte rein, dass wir dich auch sehen auf jeden Fall. Ey, haut rein, schaltet ein nächstes Mal und peace out.